Open Stage, die große Bühne für Schweizer Kultur. 29 Kulturschaffende der Sparten Musik, Comedy und Kurzfilm kämpfen um den Förderpreis von Swisscom Blue. Zu gewinnen gibt es 15.000 Franken. Und mehr noch, die Gewinnerfilme sind bald auch in den Kinosälen von Blue Cinema zu sehen. Ein Bekenntnis für Schweizer Kultur in Zeiten von Corona. Für eure Favoriten habt ihr online abgestimmt. Jetzt ist es soweit. Wer wird gewinnen? Open Stage mit Miriam Regli. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der allerersten Sendung Open Stage. Das ist ein Bekenntnis für die Schweizer Kultur in Zeiten von Corona. Ja, wir hatten eine Jury, die 10 Künstlerinnen und Künstler nominiert hat in der Sparte Musik. Und ihr könnt darüber abstimmen, wer den Künstler für den Preis in der Sparte Musik gewinnen soll. Und das sind unsere 10 Nominierten. Ich bin zu Emmy. Ich bin ein Bub, neugierig, durstig nach Wissen. Hey zusammen, ich bin Jessica. Ich bin Musikerin, Produzentin und Performerin. Ich mache hauptsächlich Rap. Sehr international. Ich bin der Domi, mein Künstlername ist Stamm Sweden. Und wir kommen aus Rom, wohnen aber seit gut 10 Jahren in der Schweiz. Der Sound von Audi Delic ist freshy Popmusik mit wirklich geilen Texten. Dieses Jahr war nicht leicht. Mein Musikplan ist komplett durcheinander gebracht worden. Als Künstlerin auf der Bühne hat es mich natürlich voll verwünscht. Der Konzertsommer 2020 ist für uns eigentlich gestrichen worden. Und ja, es sind nicht nur Gagen, die wegfallen. Es geht nicht nur um Geld. Es hat mich ein bisschen von den Menschen distanziert. Ich bin jemand, der die Nähe zu den Menschen mega braucht. Aber ich habe recht schnell versucht, mich nicht zu fest davon runterzuziehen. Ich habe mega die Zeit genutzt, zum Aufnehmen. Ich habe eine ganze EP ready. Ich habe mich einfach ins Studio eingeschlossen und geschafft. Wenn ihr einen Wunsch habt, wäre es der, dass wir frei sein im Herzen. Die Bühne ist für mich wie ein zweites Zuhause. Wenn ich einen Wunsch offen hätte, würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr miteinander statt gegeneinander sein sollten. Dass die Leute sich so fühlen, wie ich mich fühle, wenn ich Musik mache. Und irgendwann erzähle ich dir von dem Regen und all den 100 Wegen, die ich ging. Initiiert wurde ist das ganze Projekt von der Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Und unter den Top 3 ist auch mein erster Gast hier im Studio. Ein Applaus für den Tom Sweden. Tom, herzlich willkommen. Ah, danke vielmals. Nimm Platz hier auf dem Sofa. Schön, bist du da. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns. Wie hast du vom Projekt Open Stage verloren? Hey, ich war im Studio und dort hat mein Produzent gesagt, hey, du musst dich dort unbedingt bewerben, mach dort mit. Und dann bin ich auf die Seite gegangen, habe mich angemeldet, das Video geschossen und schon bin ich da. Und schon bist du da. Ja. Wie fühlt man sich jetzt unter den Top 3 zu sein? Ja, mega gut. Ich bin aber ehrlich gesagt schon ein bisschen nervös jetzt alles so, mega alles neu und mal. Aber es fühlt sich mega gut an und natürlich mega Support von all den Leuten, die meine Musik hören, die das cool finden. Und das ist wunderschön. Mhm. Ja, für dich war es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, das Corona-Jahr, jetzt ist schon mehr als ein Jahr, wenn man bei dir auf die Webseite geht, dann steht keine aktuellen Konzerte und so geht es sehr, sehr vielen. Wie war es für dich? Ich sage immer, es ist irgendwie ein Fluch und ein Segen zugleich, weil so als Newcomer-Künstler hast du jetzt die Zeit voll können brauchen, um dich mal ins Studio zu verkriechen und dich mit neuer Musik zu beschäftigen, neue Musik zu schreiben. Und mega schade natürlich, dass du jetzt nicht raus kannst. Aber jetzt so lange. Weißt du, jetzt brenne ich so richtig, um wieder rauszukommen. Und ich freue mich dann, wenn es wieder losgeht. Mhm. Ja, und einen ersten Auftritt hast du auf jeden Fall schon mal jetzt hier bei Open Stage. Ich würde sagen, du kannst dich jetzt ganz parat machen. Dann lassen wir in deinen Song rein Spiel mit dem Feuer. Tom Sweden, das ist deine Bühne und dein Auftritt. Wir spielen wieder mal mit dem Feuer. Wieder mal du gegen mich. Wir probieren, wir riskieren wieder mal zu viel. Doch am Ende, du kennst mich, verliere ich mich.
Alles kippt und fällt genau wie wir zwei. Keiner sagt, was er denkt, doch unsere Körper sprechen die Band. Und da sitzen wir, du und ich, eins gegen eins, du gegen mich. Keiner sagt, was er denkt, doch unsere Körper sprechen die Band. Zug um Zug, bis unser Herz zerbricht. Zug um Zug, bis unser Herz zerbricht. Und spielst du mir etwas vor? Dann spiel ich mit und machst du mir etwas vor. Dann halt ich Schritt. Zusammen gegen die Welt, aber jeder für sich. Und Zug um Zug, bis unser Herz zerbricht. Wir spielen nur etwas vor. Und Zug um Zug, bis unser Herz zerbricht. Du machst mich blind, dass ich den Weg empfinde. Was für ein Auftritt. Danke vielmals. Unglaublich gut gewesen. Man sieht, du brennst richtig auf dieser Bühne. Ja, unbedingt. Also ich finde, das, was du produzierst und machst, für das solltest du auch brennen. Und ich glaube, ja, das... Das hat man gemerkt. Das freut mich mega, ja. Super. Wann hast du eigentlich angefangen mit Musik? Hey, schon als ganz kleiner Bub. Ich kann mich noch erinnern, ich wollte immer Schlagzeug spielen. Und dann hat sie mir gesagt, du musst in die Blockflöte gehen. Und dann habe ich meiner Schwester so die Hefeli genommen, weißt, so die Baby-WCs und angefangen, darum herumzuhämmern. Und dann hat es so angefangen. Ich habe mir dann schnell gelernt, selber ein bisschen Gitarre und Piano spielen. Und seitdem eigentlich. Mhm. Ganz klein. Und wann hast du angefangen zu singen? Ist dann automatisch so nebenbei. Also, es hat angefangen mit Schreien eigentlich und niemand hat es hören. Und das hat sich dann stetig verbessert. Aber du bist nie irgendwie Gesangsstunden oder so gegangen? Du hast das einfach dir selber eingebracht? Selber und ich bin dann auch mal noch in Gesangsstunden gegangen. Mhm. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie bist du jetzt auf den Song gekommen, Spiel mit dem Feuer? Gute Frage, tiefe Frage heute. Das ist so ein Song, es geht eigentlich dort darum, zwischen zwei Leuten, die sich mega mögen, die aber irgendwie aus einem Grund nicht zusammen sein können. Und das kennt ja jeder ein bisschen so aus dem Alltag. Man geht dann trotzdem einmal Risiken ein, sagt man mal so. Und ich wollte das einfach in einen Song reinbringen. Und so haben wir dann geschrieben und im Studio dann finalisiert. Mhm. Also hast du es selber auch erlebt schon? Ja, genau. Habe ich selber schon erlebt. Mehrmals schon. Und ich glaube, das ist immer schön, wenn sich die Leute auch mit dem identifizieren können. Mhm. Wir haben dich begleitet, als du das Video produziert hast. Und jetzt ist es Zeit für einen Blick hinter die Kulissen. Ich schreibe meine Songs eigentlich mega aus der Emotion raus. Und wenn ich so das richtige Gefühl habe, die richtige Melodie vor allem, dann sprudelt es aus mir raus. Mein Künstlername ist Dam Sweden und ich mache Mundart-Pop. Wir spielen wieder mal
geht um zwei Personen, die sich mega mögen, die sich mega angezogen voneinander fühlen. Aber aus irgendeinem Grund können sie nicht zusammen sein. Und man kennt das ja, wenn man in so einer Situation ist, überschreitet man trotzdem manchmal Grenzen. Und um genau das geht es in diesem Song. Für mich gibt es eigentlich nur ein Mann auf dieser Welt, wo wir Videos drehen. Und das ist der Claude Gabriel. Er ist mein Mitbewohner und einer meiner besten Freunde. So, gehen wir ran. Leg rein, ich schaue zu und du machst. Stein, 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 alles kippt und fällt genau wie wir zwei. Mit rechten Kraft. Ja, das ist schwierig. Du musst dir vorstellen, es sind irgendwie 12 Leute, die um dich herumstehen. Das ist mega schwierig, wenn so viele Leute dir zuschauen und so mega intim werden musst. Doch, wir haben noch ein paar so ein bisschen improvisierte Sachen gemacht. Und ja, wir müssen uns entscheiden, was sie nicht sollen, was nicht. Ob ich überhaupt im Video drin vorkomme oder doch nicht. Genau, ja. Ja, richtig ein spannendes Behind-the-Scene-Video. Ist das eigentlich deine Partnerin, die wir hier im Video gesehen haben? Nein, das war eine Kollegin von meiner Schwester. Und dann musste man hart feilschen, dass sie überhaupt mitmachen darf. Sonst heisst es wieder, der Grossbruder geht wieder auf die Kolleginnen los. Also wirkt auf jeden Fall sehr recht. Danke, danke. Das sollte ich so im Band ziehen. Wie bist du eigentlich auf den Namen Tom Sweden gekommen? Hast du schwedische Wurzeln? Nein, ich war auch noch nie in Schweden. Fun Fact. Also, ich bin zweisprachig aufgewachsen, Englisch und Deutsch. Und Dame ist eigentlich von Dominik, oder? Die Ableitung. Und Sweden ist so der Künstler, nicht der Künstlername, der Nickname seit der Oberstufe, wo mir meine engsten Kollegen sagen. Und ich fand, diese Kombi, das macht es aus. Plus behalte ich es mir natürlich noch offen, ob ich mal noch auf Englisch wechseln mit der Sprache oder einen Mix mache. Ja, vielleicht hat sich das auch gerade unsere nächste Top-3-Kandidatin gedacht. Die hat nämlich ebenfalls einen englischen Künstlernamen. Sie hat bereits mit 8 angefangen zu singen. Und mit ihrem Song «Worst Thing» hat sie Top 3 geschafft. Meine Damen und Herren, da ist Skylar Wind. I don't think you would wanna hear this, but I can't sleep if I don't take the chance. Stuck if I can't get what I came for, 'cause I can't breathe if I don't tame the flame. If the worst thing that could happen would be losing you, I'd be prepared. If the worst thing you could say would be moving on, I'd be scared of falling for you. I'm falling for you, and I can't get up. I'm falling for you. I'm falling for you. Can't get up. Now you're my first thought in the morning. It's here without a warning, and it makes me blue. You taste like honey on my tongue. Now I'm highly strung when nothing's wrong. If the worst thing for you.
I'm falling for you. Wins, meine Damen und Herren, was für ein Auftritt. Schön, bist du da. Nimm Platz. Danke dir. Zuerst mal, wie geht's dir? Mega gut, danke vielmals. Wie war es jetzt für dich, hier auf der Bühne zu performen? Hey, es war mega cool. Wir haben schon so lange nicht performen und jetzt einfach wieder alles geben. Es war mega cool. Es hat auf jeden Fall auch wahnsinnig gut getönt. Ein wahnsinnig tiefgründiger Song auch. Musik ist ja auch ein bisschen ein Sprachrohr. Was ist deine Message, die du damit möchtest vermitteln? Ja, voll. Ich versuche halt immer mit meinen Songs so ein bisschen Themen aufzugreifen, wo ich das Gefühl habe, okay, vielleicht fühlt sich auch jemand so. Und vielleicht kann jemand meinen Song hören und denken, okay, look, ich bin nicht allein mit dem. Und es entstehen verschiedene Songs mit verschiedenen Stories auch. Aber ja, ich will einfach immer so ein bisschen Botschaften mit der Musik überbringen. Was ist deine konkrete Message jetzt beim Song «Worst Thing»? «Worst Thing» ist ein Song, wo ich finde, wo so ein bisschen in dieser Zeit entstanden ist. Ich glaube, sehr oft müssen wir ja vielleicht wichtige Gespräche auch online kommunizieren. Und vielleicht sehen wir uns nicht die ganze Zeit momentan. Aber es geht eigentlich wirklich darum, so, schau, es ist immer okay, dass du Gefühle hast, dass du deine Gefühle kannst zeigen kannst und dass du sie mitteilst. Und sei es online oder nicht, just do it. Und so ein bisschen, what's the worst thing that could happen? Wer hat dich inspiriert in Sachen Musik? Meine musikalischen Inspirationen sind so ein bisschen kreuz und quer. Ich glaube, so allgemein, ich bin sehr, sehr ein großer Queen-Fan. Und Freddie Mercury ist jemand, wo ich gefunden habe, er hat einfach immer sein Ding gemacht. Und ja, ich glaube, auch momentan, jetzt in dem ganzen Jahr, hat sich meine eigene Arbeitsweise mega angepasst und mega verändert. Und so Künstler wie Billie Eilish und Phineas, wie sie arbeiten, wie sie einfach so im Schlafzimmer das Album gemacht haben, wo so viele Grammys gewonnen hat und so. Das finde ich selber mega inspirierend. Und ich versuche immer mein Ding zu machen. Ich habe immer Songs geschrieben und bin so mit der Welt umgegangen damit. Ist das auch also eine Inspiration für deinen eigenen Videoclip, den du uns ja auch eingereicht hast, den du auch daheim produziert hast? Genau, also ich habe einfach gedacht, was kann ich machen und wie kann ich zeigen, dass Kreativität keine Grenzen kennt und keine Limiten. Und ich meine, wir sind jetzt limitiert in dem, was wir machen können. Aber ich wollte etwas trotzdem produzieren. Und ja, wir haben einfach mit dem Team die Idee, auch, dass ich sozusagen so im Bildschirm ein bisschen drin bin mit so den Messages. Und der ganze Text wird entweder so an die Wand projiziert oder zeitgleich so mit dem Gesang gezeigt. Und ich glaube, es ist wie ein Lyric-Video und ein Musikvideo in einem geworden. Wo holst du dir eigentlich deine Inspirationen her für Songs? Die Nacht, wenn es dunkel ist und mich nicht mehr stört. Ist das so? Bist du dann ich bin schon im Zimmer am Schreiben? Und ja, so, muss ich das vorstellen? Ja, wenn es eindunkelt und so und ich so ein bisschen Ruhe habe und mit der Gitarre in die Hand nehme, dann bin ich eigentlich so am kreativsten und lasse mich am meisten inspirieren. Oder irgend so einfach, der Mut muss einfach so stimmen. Ich kann nicht anhocken und sagen, so, und jetzt schreibe ich einen Song. Es geht nicht. Alles muss stimmen, so rund um den Vibe. Aber in dem Fall eher ein Abendmensch? Ja, eher ein Abendmensch. Morgen kannst du mich nicht brauchen. Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Also ich glaube, in der Musikwelt sowieso. Im Studio bist du bis keine Ahnung gewesen und musst dich einfach ein bisschen anpassen. Ja. Dann, aber Kreativität fängt nicht am Morgen um 6 Uhr an, meistens. Es kann, wenn es sein muss, dann ja. Wir haben natürlich noch weitere Musikvideos eingereicht bekommen. Und in 3 von diesen Top 10 Musikvideos schauen wir jetzt gerade rein. Out of chaos comes order. Out of chaos comes order. I don't know if you know. Every above's gotta be low. You're the kingdom of snow. I'm the bays and your water's flow. Though it's true, it's been rough with our faith. Trust we can make it together with time, together with time. But the years are running fast, we got late. Hurry up, babe, and forever be mine, forever be mine. So let me be your
Snoezen, aufwachen, Ping-Pong. Gerade noch mal ein Liebe machen, Ping-Pong. Am liebsten noch länger bleiben, Ping-Pong. 7000 WhatsApp schreiben, Ping-Pong. Swag-Style, easy geil, Ping-Pong. Den ganzen Tag ein big smile, Champion. Eis ziehen, zusammen ziehen, Girlfriend. Happy hour, happy life, happy end. Das war der Jan Oliver, der Two Romans und das Audio Delikt. Ein guter Mix, oder? Mega. Mega verschieden vor allem. Mhm. Hast du ihn bekannt? Ich war mal mit Audio Delikt in einem Livestream während Corona. Von dem her, ja. Habe ich mal mit ihnen zu tun gehabt. Aha. Ja. Wie ist das eigentlich so ein bisschen unter der Musikbranche? Ellenbügelt man da oder ist das da so ein bisschen... Also, nein, also ich würde sagen, es bringt wirklich nichts. Schlussendlich die einzige Competition, die du hast, bist du selber. Und ich glaube, wenn du so diesen Mindset hast, und dann freust du dich auch, wenn du neue Musiker kennenlernst. Und vielleicht gibt es dann so Projekte zusammen und so. Und, ja. Wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, man gönnt sich vielleicht ein bisschen zu wenig, aber man könnte sich noch mehr gönnen und ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Manchmal hast du das Gefühl, so, oh, der mag mich jetzt nicht oder so. Und darum fände ich es schön, wenn man noch ein bisschen mehr zusammen machen würde. So. Hat man denn jetzt die Videos angeschaut? Also, wie hast du das gemacht? Ich bin schon. Ich habe jedes Video angeschaut. Wirklich. Ich bin auch jedem auf Instagram gefolgt. So, was machen die während diesen zwei Wochen? Und so. Dann wirst du selber mega kribbelig. Das war vielleicht nicht die beste Taktik. Oder vielleicht auch schon. Ich bin da. Also bist du einfach so richtig nervös und aufgeregt jetzt heute? Ja, so ein bisschen. Versuche einfach auf cool machen jetzt. Sehr gut. Wie sehen es bei aus? Wie sind die Nerven aktuell? Ja, voll okay. Ich habe, glaube so die umgekehrte Taktik benutzt. Ich habe kein einziges Video angeschaut. Sicher? Ja. Also, du hast keine Ahnung? Keine Ahnung. Nein, weil schlussendlich, eben, man will sich auch nicht messen, es bringt nichts. Jeder ist so anders, jeder ist so gut in dem, was er macht. Ich meine, wir sind alle 10 von uns, haben etwas völlig anderes gemacht. Und ja, für die jetzt alle wieder da zu sein, gleich. Und, ja. Ja, einer fehlt noch von diesen, yes. Top 3, oder? So ist es. Wenn wir den mal dazu holen. Wäre schön. Meinen das? Er fühlt sich ebenfalls bereit, ein Kapitel in der Schweizer Musikgeschichte zu schreiben. Meine Damen und Herren, da ist der Solothurner-Rapper Pato. Wart, stimmt das auf dem Beat? Okay, passt. Flow das einfach so rein. Hat's da einen Eingang? Excuse. Wart, wait a minute, stimmt das auf dem Beat? Okay, pass, yes, ich flow das einfach so rein. Wart, auspass, stimmt das auf dem Beat? Okay, pass, ja, das passt. Ich flow das einfach so rein. Wart, stimmt das auf dem Beat? Okay, passt. Ich flow das einfach so rein. Wart, ey, Moment, stimmt das auf dem Beat? Okay, passt, ja, das passt. Ich flow das einfach so rein. Schau mir die Szene an, find ich nicht so
chill. Bought me rapper mit me Shisha Tabak als Rapper mit Skill. Chili Sauce auf meinem Rap Track, Baby. Mini Girls, Mini Boys, sind sie echt so pretty. Drippe, 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 drippe wie ein Eisbag. Mittwoch oben, Homie, schmeckt nach 74 Weed Bag. Blutrote Augen, Crew, bitch, die crazy. News aus dem Stufen, ihr true, nicht amazing. Ja, die Rapper, alles Blumen auf mein Schlachtfeld. Du hast safe kein Debüt ohne Sachgeld. Junge, komm mir nicht und sagen, was hier real ist. Dort, wo du Skills hast, hast du ein Piercing. Wart. Stimmt das so für das Lied? Macht das Sinn mit der Melodie, ha? Und wieso immer so aggressiv? Wieso immer so aggressiv? So sieht die immer ein Beat. Wart. Stimmt das so für das Lied? Oh yeah, Sticky. Oh, yeah, yeah. Ich hau da einfach so raus. Egal wie viel ich bitte, ich wollt immer noch mehr. Wacky Spaß, der innen fällt auch nicht der Killer Instinkt. Wart. Stimmt das so für das Lied? Oh yeah, Sticky. Yeah, yeah. Ich hau da einfach so raus. Bitte nehmt immer noch mehr. Wacky Spass, der innen fällt auch nicht der Killerinstinkt. Ich mein, die der Trend so wie TikTok, Flow, Frederick Ross. So der Lipgloss, du meinst, du bist nice, ne Schleif, der heiß ist die Hip-Hop. Aber Luft ist immer nur billige Shit, schau, schick mal deine wacky Songs und all deine Likes. So die Passion in deinem Blur und die Scheiße auf ne Hype. Wieso so ernst, man? Wieso ein so stark im Auspuff? Glaub mal, dein Herzplatz ist noch ein lockerer drauf. Sitz und mir gesagt, sag kein Bock mehr auf deine grimmige Fresse. Und so ein Opfer, wo den ganzen Tag im Internet hängt. Ob deine Part wollt sie schon seit Monaten nicht hören. Wenn ich bitte, hätte ich das Chick in den Hosenladen offen. Rapper, rapper, mir wie viel sie alle gefickt haben. Aber wissen nicht, wie Liebe geht. Wart. Stimmt das so für die Schweiz? Stimmt das schon für die Schweiz? Oh nein. Aber egal. Ich droppe wieder den Hit. Wart. Stimmt das schon für die Schweiz? Nein. Das stimmt nicht für die Schweiz. Egal, ich gebe keinen Fick. Das stimmt nicht für die Schweiz, aber ich gehe. Droppe wieder rein, ja, ich droppe wieder rein. Ja, Hände für die Schweiz. Droppe wieder rein, was geht ab? Ja, ich droppe wieder rein. Oh Junge, du bist nicht in mir liegt. Walla schwöre. Das war der Pato mit seinem Song Wart. Ein mega Auftritt. Wie fühlst du dich? Mega nice. Es hat so Bock gemacht, wieder mal live rappen. Es war richtig geil gewesen, ja. Also, auch wenn es nur ein paar Leute in der Kamera sind, habe ich schon gemerkt, irgendwie macht es schon Spass. Was hat eigentlich der Rollator auf sich gehabt? Erzähl mal. Also ich glaube, viele haben gemeint, es ist ein bisschen ein Witz. Aber es war wirklich so, dass wir ein komplett anderes Video machen wollten. Aber ich habe mich kurz vor dem Videodreh verletzt. Und dann mussten wir recht schnell alles umstellen. Und sie dann in kürzester Zeit so ein bisschen auf die Idee gekommen. Und jetzt aber ich bin voll zufrieden. Mhm. Manchmal ist es eben so, dass die schnellste Idee und das spontanste nachher cool kommt. Ja, es ist cool gekommen. Ja. Wie würdest du eigentlich deine eigene Musik beschreiben? Du rappst ja über den Einstein bis über den Eistee. Es ist gar nicht so einfach, dich so ein bisschen irgendwo einzuordnen. Ja, ich finde, das ist etwas, wo ich mir viele Gedanken mache. Aber so wie jeder Mensch, der mega viele Facetten hat, spiegelt sich das wie in meiner Musik wieder. Es ist ja nicht so, dass ich denke, wenn ich esse und ich habe gerne Cordon Bleu, kann ich wegen dem nicht gerne auch gemischten Salat haben. Und ich kann wirklich alles machen. Und je nach Emotion, je nach Idee, drücke ich mich anders aus und mache einen anderen Sound. Und ich bin auch Fan von mega vielen verschiedenen. Und darum ist es im Moment noch ein Wirrwarr. Manchmal kommt so ein Song, manchmal so ein Song. Aber ich glaube, wenn die Essenz stimmt und immer die Message stimmt, dann die Leute checken schon, was du eigentlich transportieren willst. Auf jeden Fall. Du bist auch schon auf der grossen Bühne gestanden, zum Beispiel im Bierhübel in Bern vor 700 Leuten. Wie war das? Ja, dann bin ich nervös. Ja. Aber es war cool. Also ich merke das schon die ganze Zeit, als ich die Musik mache. Ich habe einen mega Support halt aus meiner Heimatstadt. Und zum Beispiel auch dann im Bierhübel sind von diesen 700 150 sind von Solothurn angereist und alles Freunde und Bekannte und haben eine Party gemacht dort. Und das ist einfach so etwas, was mir schon die ganze Zeit das Zeug durchdreht. Und das macht auch, dass es noch viel mehr Spass macht, als es ohnehin schon macht. Wo trittest du am liebsten auf, wenn du so wählen könntest?
Also sehr gerne natürlich so den klassischen Verdächtigen. So Frauenfeld würde ich gerne machen, Royal Arena würde ich gerne machen. Und sonst eigentlich mega gerne so an Sachen, die nicht so klassisch sind für Rap. Ich würde sehr gerne mal am Jazz-Festival spielen. Mhm. Oder gerne auch von einem Publikum, das eigentlich gar nicht, also, wo nicht einfach gerade abgeht und es feiert, wenn ich schon nur auf die Bühne laufe, weil es ein Rapper ist, sondern wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen muss, wie hole ich die Leute ab, wie überzeuge ich die von dem, was ich mache, wie finde ich einen Zugang. Das finde ich sehr spannend im Live-Geschäft. Wie sieht es bei euch aus, Kellerwind? Wo würdest du gerne mal auf die Bühne? Also ich hatte immer als ganz grosses Ziel das Hallenstadion. Aber bis dorthin, eben, es sind ganz viele kleine Schritte. Was heisst K? Das ist immer noch dein Ziel, oder? Ja, sicher, auf jeden Fall. Eben, es ist eine Sache, die sich immer weiterentwickelt. Und ich glaube, man muss einfach sich sehen auf dieser Hallenstadion-Bühne und wissen, schau, ich mache das irgendwann. Weil nur so kommst du auch dorthin. Weil wenn, eben, du musst an dich selber glauben und dann klappt es auch irgendwann. Aber eben, es braucht auch so ein bisschen realistisches Mindset und so ein bisschen, ja, einfach so viel Arbeit dahinter auch. Es ist wirklich so etwas, wo du jeden Tag dran bist, wo die Leute gar nicht sehen, dass so viel hindurch läuft. Aber es ist so ein bisschen, ja, ein Traum, den ich jeden Tag leben und weiterleben darf. Was ist dein Traum und dein Ziel? Wir gehen seit x Jahren immer ans Gurten-Festival und ich habe immer gesagt, irgendwann stehe ich mal dort oben Primetime Mainstage. Das wäre mega cool. Und natürlich, das Hallenstadion ist immer so das grosse, der grosse Wow-Effekt. Wo immer wenn ich dort reingehe an ein Konzert, dann spürst du so den Vibe und denkst so, ja, das wollte ich auch mal. Das wollte ich auch mal. So das grosse ganze Ziel irgendwie. Ja, Gurtenfestival, das war bei dir schon mal ein Thema, oder? Du bist dort auf der Waldbühne gestanden. Wie war das? Auch speziell, weil auch dort habe ich mich kurz vorher am Bein verletzt. Und es war auch ein rechter Kampf. Aber und ein mega Test. Aber es hat auch dort funktioniert. Ich hatte auch dort wieder mega gute Leute um mich herum. Aber wenn ich es noch mal wählen würde, ich wahrscheinlich lieber jetzt nächsten Sommer dort spielen. Weil ich habe erst 3-4 Jahre Musik gemacht zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht das war mein 4. Konzert. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, dass wir dort oben gelandet sind. Und sehr viel Erfahrung gemacht. Und es ist natürlich einfach, es ist mega krass, so, schon so früh können sagen, dass du schon so ein grosses Festival gespielt hast. Es ist schon, hat schon die eine oder andere Tür auch noch geöffnet. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt ein Behind-the-Scene-Video an. Da kann man in einem Video eigentlich Kung Fu machen. Unsere Kandidatin hat sich das gar nicht erst gefragt. Sie hat es einfach gemacht. Da ist Jessica. Ich tendiere, so crazy Ideen zu haben, echt so meine Vision. Ja, dann muss ich halt die Leute finden, die auch so genauso crazy sind wie ich. Und denken, ja, das können wir machen. Ich bin Jessica und heute drehen wir ein neues Video für einen Song, den ich erst rausgegeben habe. Ready? Thanks, sir. Das Video ist für mich eine recht grosse Herausforderung, weil ich gehe jetzt rein, ohne gross jeden Teil des Songs durchplanen zu haben. Die Choreografie, die ich heute gemacht habe, ist eigentlich gar keine Choreografie. Ich tue mich einfach wie einleben in den Song und es ist improvisiert. Seit etwas mehr als einem halben Jahr mache ich Kung Fu. Also ich bin jetzt mega obsessed mit dem und versuche das auch, diesen Clip einzubauen. Obwohl mein Trainer und meine Trainerin vielleicht werden sagen, das ist nicht echt Kung Fu und sie werden recht haben. Es ist echt so meine Interpretation davon. Für dass wir das Bild verlängern können und der Text immer noch zum Song passt, müssen wir den Song doppelt so schnell abspielen. Das heisst, dass ich den Text doppelt so schnell muss lip-sinken. Bewegungen eigentlich normal speed und meine Worte doppelt ist natürlich auch schwierig. Ich hoffe, dass es gut kommt. Yes, geil. Cut. Das war Jessica mit ihrem Song «Superpower». Ja, und so «Superpower», ich glaube, das hätte sich jetzt noch der eine oder andere gewünscht zu Zeiten von Corona. Das war für viele nicht einfach, aber ich glaube, für die Musikbranche war es besonders her. Wie hast du das wahrgenommen, die Zeit? Ja, klar, es ist hart, wir haben keinen Auftritt und alles, was damit mitkommt. Aber ich glaube,
es kommt sehr darauf an, wie du es siehst. Und ich habe es definitiv als Gelegenheit gesehen. Auch. Ich habe mich in ein Studio einbeschliessen. Ich studiere ja noch nebenbei und alles können online machen. Zum Teil Vorlesungen geschaut im Studio. Es ist wirklich so alles, ich habe dort gelebt. Aber ja, ich konnte viel aufnehmen und vorschaffen. Und dann hoffst du natürlich immer darauf, dass es wird aufgehen und dass du dann all die neuen Songs kannst performen auch. Und bis dorthin einfach ja, immer wieder releasen und schauen, wie es kommt. Ich glaube, gerade als Newcomer wäre es ja extrem wichtig, dass man eben auch auf die Bühne stehen kann, die Kontakte kann knüpfen, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es ist das A und so und es ist auch das Schönste am Musik machen, wenn man auf die Bühne darf. Ich glaube, das sind wir mit mir einig. Und das kann zeigen, was man die ganze Zeit brutzelt in diesem dunklen Kämmerli oder im Studio. Und das ist wunderschön. Und das vermissen wir, glaube ich, alle mega stark. Wie hast du als Privatperson wahrgenommen? Die ganze Zeit. Ja, am Anfang hast du so gedacht, ja, ist echt noch easy, jetzt fährt alles ein bisschen runter, jetzt kannst du mal etwas machen, was dir gefällt. Aber jetzt so bin ich am Punkt, wo ich es nicht mehr aushalte. Ich würde so gerne wieder mehr Leute treffen, die Leute umarmen beim Hoi sagen. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die dir mega fehlen im Alltag, die du vorher viel zu wenig geschätzt hast. Und vielleicht ist das ein Learning aus dem allem, dass das nachher wieder dir bewusst ist, wenn du das wieder darfst. Was hast du am meisten vermisst in dieser Zeit, Pater? Also das, was alle vermissen, aber ich muss sagen, für mich ist ein Punkt mega wichtig und ich bin ein bisschen gechillter jetzt, weil mir ist echt, meine Grosseltern sind jetzt geimpft. Das heisst, ich kann sie wieder einfach so besuchen. Mhm. Und das ist etwas, was mich am meisten belastet hat, weil dort ist ja klar, natürlich keine Konzerte, keine Partys, das ist alles mega mühsam und scheisst an, aber das ist wirklich etwas, wo ich so gewusst habe, das geht gar nicht oder so und das hat mir sehr gefällt und da bin ich jetzt recht beruhigt. Wie finden deine Grosseltern deine Musik? Sie finden gut, dass ich etwas mache. Und sie sind sehr stolz. Aber wahrscheinlich einfach auf mich und vielleicht ein bisschen weniger auf die Musik. Aber sie hören deinen Rap schon auch? Ja. Alle CDs doppelt gekauft und umgeschrieben. Sicher? Also, ja. So gut. Wer ist dein grösster Support? Oh, sicher meine engsten Freunde, die mit mir in den Wegen wohnen, und meine Familie und so ein bisschen, ja, der Kollegenkreis, die Ängste, das ist wirklich ein riesen Support. Die machen mit mir alles, die machen mit mir die Videos, Fotoshootings, begleiten mich überall an und auf das bin ich sehr dankbar. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Wem bist du besonders dankbar? Ja, es ist ähnlich. Also ich glaube, einerseits eben die Leute in unserem Leben, Familie, Freunde, mein Manager, all die Leute, die so ein bisschen an deine Vision glauben. Und andererseits eben vor allem auch so ein bisschen, die Leute, ja, wo, also mit denen du Musik kreierst und zusammen schaffst und auch die Leute, die es mitbekommen und mega dafür feiern und für so Sachen irgendwie votet. Und das ist ja ein mega crazy Gefühl. Dankbar dürft ihr sicher auch meinem nächsten Gast sein. Er war einer von den drei Jurymitglieder und ihn begrüßen wir jetzt gerade hier im Studio. Das ist nämlich der Nick Warren. Ein Applaus! Nick, schön bist du da. Du bist vom Schweizer Berufsverband Sonart für freischaffende Schweizer Musikerinnen und Musiker. Wie nimmst du momentan die Branche wahr? Ja, das Ganze ist einschneidend bis katastrophal. Und es sind natürlich immer auch einzelne Schicksale. Teil kommen besser durch die Krise, für Teil ist es extrem schlimm. Wie unterstützen ihr die freischaffenden Musikerinnen und Musiker mit euch im Verband? Wir sind natürlich jetzt seit einem Jahr ständig am auschecken. Erstens, was sind die Massnahmen und probieren den Musikerinnen zu helfen durch den Dschungel, Formulardschungel zum Teil. Und andererseits sind wir natürlich da, für die Lücken aufzustöbern, die in den Massnahmen noch bestehen und versuchen, dort mit den Behörden zusammenzuarbeiten und zu schauen, dass die geschlossen werden. Aber spürt man so den Frust in der Branche? Ja, total, natürlich. Also, es ist wahnsinnig einschneidend, natürlich. Wir haben 40 Musikvideos eingesendet bekommen. Du hast das zusammen mit zwei weiteren Jurymitgliedern angeschaut. Wie schwierig war es, jetzt die Top 10 zu küren? Es hat wahnsinnig gutes Zeug gehabt. Also, es ist schon schwierig gewesen. Es war schon schwierig gewesen. Aber am Schluss mischelt man sich halt durch mit dem... Hast du einen Favorit? Ja. Ja? Aber sage ich nicht. Das darfst du selbstverständlich auch nicht verraten. Aber wir werden es natürlich bald wissen. Bis es so weit ist, schauen wir noch mal rein in einen kleinen Zusammenschnitt von weiteren Kandidaten. We have gone as far as ever.
can go, we are much more than we ever could have known. You are my deepest loss. Nothing will ever take me down again. Cause you, yeah, you are my superpower. You are my superpower. Sometimes we get wrong, though we're longing for things we can't control. I'm paradise. Sometimes we get wrong, though we're longing for things we can't control. I'm paradise. I'm paradise. Für dich aufstehen, neues Morgen ist unsere Aufgabe. Wir schauen nicht gerade in eine rosige Zukunft. Statt in den Sternen, ob es für alle noch gut kommt. Drum mach's mir lieb, alles was du machst, mir lieb. Wir schauen nicht gerade in eine rosige Zukunft. Statt in den Sternen, ob es für alle noch gut kommt. Drum mach's mir lieb, alles was du machst, mir lieb. Jetzt ist jetzt, hab ich schon immer gesagt, aber manchmal fehlt mir der Peace of Mind und dann wird mir alles zu viel. Oh, Schattierungen in Dunkelgrau. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich eines Tages retour schaue, wenn du mich fragst, warum ich damals nicht schon gehandelt habe, vielleicht ein Stich im Herzen, schaue ich dir mit anderen Augen an. Verspreche, ich werde mit dir gehen. Ein kleines, ja, ein süßes Kind. Jetzt bist du groß und die Zeit rennt. Ja, die Zeit verrennt. Und die Welt spinnt, geliebt von allen seit der Stunde eins. Ja, mit ein Namenszeichen für die Liebe, die sie geben, die sie leben, bis sie an Wände stieren, unsere Welt verlieren. Siehst sie alles ignorieren, ja, alles ignorieren. Und sie sagen, sieh mein Schatz, das Haus, das brennt. Da ist nicht viel, was uns von einer Katastrophe trennt. Und ja, mein Schatz, wir lassen dich in diesem Haus zurück. Doch denk dran, du wirst geliebt, bist unser größtes Glück. Vier richtige Powerstimmen, Frauen-Powerstimmen. Du hast ja alle Videos geschaut, hast du vorher gesagt. Yeah. Wer ist jetzt dein persönlicher Favorit? Ich habe den Song von der Zoe Mi mega gut gefunden. Und ich habe ihr das auch gesagt. Man sollte ja auch sagen, wenn man etwas gut findet. Und ich finde auch die Art und Weise, wie sie Songs schreibt, ich habe mich damit ein bisschen mit ihr beschäftigt, mega stark. Auch der Videoclip, oder? Der mega. Ist richtig aussagekräftig auch gewesen, oder? Mega, mega gut, ja. Wie haben euch jetzt die Frauen gefallen? Die Powerfrauen? Ja, es ist mega gut. Also ich meine, man sieht wirklich bei allen, dass sie für die Musik leben, jeder Einzelne. Und ja, wie sie damit umgehen, ist natürlich verschieden, aber ich finde es mega gut. Ja, es war geil gesagt. Also drei sehr diverse Styles. Und ich habe eh von allen nominiert, habe ich Melde eigentlich am coolsten gefunden. Also gefunden, hat sie den nicesten Song gemacht, das hat mir richtig gefallen. Mhm. Wie hast jetzt du eigentlich für dich selber so ein bisschen Werbung gemacht, dass man für dich abstimmt und votet? Wie hast du das angestellt? Ich glaube, ich habe alles gemacht, was mir in den Sinn kam. Sicher? Erzähl ja, nein, ich habe mir eigentlich überlegt, wie kann ich möglichst viel sagen, dass die Leute voten sollen, ohne die Leute nerven damit, dass sie ihnen sagen, dass sie voten sollen. Mhm. Und ich habe eigentlich viel Zeug gemacht, das ich eh schon lange
gerne mal hat gemacht, wie ich jetzt so den Anlass dazu hatte. Und ich bin viel mit Leuten aus der Musikszene, die ich kenne, live auf Instagram live gegangen. Ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe. Aber mega viel diverses Zeug, von Challenges über Verlosungen, was auch immer. Mhm. Und ich fand es wirklich nice, gefunden, weil es ist, das Feedback ist wirklich, es ist, ich bin gar niemandem wirklich auf den Nerv gegangen. Aber du hast das auch reinziehen, wenn du schon gerade am Anfang gewotet hast. Es war immer Content gewesen. Und es hat mir sowieso Spass gemacht, ich mache gerne so Content. Wie hast du das gemacht? Gell? Ja, eben, es ist auch so ein bisschen, ähnlich angegangen im Sinne von alles geben, aber die Leute nerven damit. ich habe sicher postet ganz viel. Ich habe sicher versucht, Leute auf Instagram zum Beispiel zu mobilisieren, dass sie voten, aber ich kann ihnen auch ein bisschen mitteilen, dass sie, ja, dass sie es können, wenn sie es wollen. Aber es ist wie nicht, ich kann niemanden dazu zwingen oder so. Ich bin einfach mega dankbar für jeden, der gewotet hat, für jeden, der es weitergeschickt hat, für all, wo du merkst, wo durch das irgendwie deinen Song hören und wo irgendein Feedback haben. Und es ist wie recht überraschend gewesen und auch überwältigend, so das Feedback, das du bekommst und auch wie viele Leute wirklich gewotet haben. Also du weißt es ja nicht genau, aber so einfach von denen, wo du es weißt, und ich bin mega dankbar dafür. Ja, schon bald werden wir es wissen, für wer das ihr tatsächlich abgestimmt habt. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung und sind dann gerade wieder zurück. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir stehen kurz vor der Siegerbekanntgabe. Für wer ist am meisten abgestimmt worden? Das erfahren wir jetzt gerade. Zuerst schauen wir uns aber an, was der Openstage-Sieger überhaupt gewinnt. Zu gewinnen gibt es 15.000 Franken zu deiner freien Verfügung. Dein Video wird auf Großleinwand im Vorprogramm der Blue Cinema Kinos gezeigt. Und du bist Gast in einer Fernsehsendung von Blue Zoom. 15.000 Franken gibt es zu gewinnen. Das ist nicht wenig, oder? Nein, es ist mega viel und es ist mega cool. Ich denke, wir alle könnten das mega gut brauchen, um wieder neue Musik zu kreieren, Musikvideos zu machen und weiterzuarbeiten. Also, du würdest direkt in die Musik investieren? Garantiert, ja. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ja, genau gleich. Also, es ist definitiv klar, dass es viel Geld ist, dass es auch eine coole Gelegenheit ist. Ich bin sicher, dass wir alle sehr dankbar sind, dass es das überhaupt gibt. Und ja, geht definitiv wieder in die Musik und würde sehr fest helfen, Investitionen abzudecken. Aber mir ist auch ganz klar, dass egal was passiert, mache ich weiter. Und ja, es wäre so ein bisschen Cherry on top. Was würdest du mit 15.000 Franken machen? Ich hoffe, kann man viel machen, aber ich würde safe alle Musik stecken. Ich wüsste gar nicht, was ich mache im Moment. Ja. Aber es gibt genug Baustellen, wo man es reinstecken kann. Ob live oder Studio oder Video. Oder du kannst mega viel machen. Ich glaube, ich muss noch einen Plan machen, falls ich es nicht Ja, jetzt wollen wir es wissen. Wer ist der Sieger? Sind wir so langsam ein bisschen nervös, ein bisschen kribbelig? Wie sieht es aus? Du musst schon die ganze Zeit da, oder? Aufs WC, ich könnte das unter euch ausmachen. Ich komme wieder. Der Puls steigt auch bei dir, oder? Definitiv. Dann hätte ich gesagt, schauen wir jetzt zusammen auf die Grafik. Wir schauen gerade alle hier rechts auf den Bildschirm über. Und ja. Wer hat sich in die Herzen der Zuschauer gesungen? Für wer ist am meisten abgestimmt worden? Wir rollen natürlich das Feld von hinten auf und starten mit dem dritten Platz. Und mit 11,27% ist auf dem dritten Platz. Ja. Ist es eine Frau oder ein Mann? Haben wir einen Sieger oder eine Siegerin? Für wer ist abgestimmt worden? Auf dem dritten Platz bei Openstage in der Kategorie Musik ist der Pato. Ein riesen Applaus für dich. Es ist eine Leistung. Schon gut. Du darfst auf jeden Fall stolz sein auf dich, so wie deine Großeltern. Nice. Ja, zwei bleiben noch übrig. Ich habe gesagt, wir stehen auf. Und jetzt ist man definitiv, oder? Am Ende mit den Nerven. Ja, ich kann nie in so einer Situation sein und jetzt bin ich es. Wäre das zum ersten Mal, wo du etwas würdest gewinnen? Ja, und dann auch live im Fernsehen so, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, ich habe es nicht ganz gecheckt, aber ich freue mich. Also, ich bin jetzt einfach gespannt, um zu wissen. Aber das Herz schlägt? Ja, sicher. Voll. Also, es ist einfach, nur schon der Schritt ist mega überwältigend, weil so viele Leute haben abgestimmt. Nur schon für das bin ich dankbar.
Wir schauen zusammen auf die Grafik. Ihr könnt für die 10 Kandidaten abstimmen. Und auf dem zweiten Platz ist abgestimmt worden mit 12,55%. Ja, es gibt auf jeden Fall einen Sieger oder eine Siegerin. So viel steht schon mal fest. Es ist die erste Gewinner der Open Stage-Sendung. Und jetzt würde ich sagen, oder? Jetzt können wir nicht mehr länger auf Polter spannen. Ja, jetzt. Jetzt wollen wir es wissen. Wir schauen noch mal zusammen auf die Grafik. Gewonnen hat mit 20,79% der Dorsten! Ganz herzliche Gratulation, Thomas Wieden, das ist dein Moment. Danke vielmals. Von Herzen. Danke vielmals. Oh, ich habe so Freude, ich habe so Freude. Jetzt kann ich endlich mal so einen Gucci aufheben. Dann darfst du jetzt aufheben. Im Fußball. Das sind deine 15. Ich glaube das nicht. Ey. Danke vielmals. In der Sendung Open Stage. Und natürlich an dieser Stelle auch dir herzliche Gratulation, Skinderwind, zum zweiten Platz. Pato, auch dir Gratulation zum dritten Platz. Ihr hättet selbstverständlich alle verdient, aber wie es ist, in so einer Sendung nur einen kann gewinnen. Schön, dass du mit dabei warst. Ja, danke vielmals. Danke euch. Es war mega cool. Nervenauftreibend. Sehr. Du darfst Schlusswort haben bei dieser Sendung. Ja, danke vielmals an all die, die für mich gestimmt haben, die an meinen Traum glauben, die mich auf meinem Weg unterstützen, die mich nie gehen lassen, die immer an meiner Seite sind. Ich danke euch von Herzen und ich glaube, der gehört uns allen. Und ich verspreche euch, ich werde es gut investieren und nicht mit dem abhauen in die Ferien. Ja. Da kann ich mich nur anschliessen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal rein in dein Siegerwerk, in dein Song «Spiel mit dem Feuer». Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch nächsten Samstag wieder einschaltet. Dann haben wir die Sparte Comedy hier in der Sendung. Also wir sehen uns in dem Fall am 1. Mai. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Alles kippt und fällt genau wie wir zwei. Keiner sagt, was er denkt, doch unsere Körper sprechen die Band. Und da sitzen wir, du und ich, eins gegen eins, du gegen mich.
können sagt, was er denkt, doch unsere Körper sprechen beim Zug um Zug, bis unser Herz zerbricht. Zug um Zug, bis unser Herz zerbricht. Und spielst du mir etwas vor, dann spiel ich mit. Und machst du mir etwas vor, dann halt ich Schritt. Und zusammen gegen die Welt, aber jeder für sich. Und Zug um Zug,